Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zu einem weiteren Destiny 2 Forsaken Video. Ja, die Geschichte eher in der träumenden Stadt entwickelt sich weiter. Wir sehen schon hier, der Fluch, der durch den Abschluss des Raids entstanden ist, verbreitet sich jetzt hier in der träumenden Stadt. Die Besessenen, ja, übernehmen hier langsam alles. Alles ist hier verseucht, überall die Besessenenfäule. Da oben der Turm, da kommt auch die meiste Verseuchung raus. Der steht übrigens im Raid drin, in der Stadt persönlich. Und ja, das sollte so ein Drei-Wochen-Zyklus sein. Und wir sind jetzt in der dritten Woche, was also nächste Woche hier mit der träumenden Stadt passiert. Und da bin ich selber auch mal gespannt. Warum ich jetzt dieses Video hier mache? Ich habe in dieser Woche diesmal hier die Opfergabe besorgt. Und die möchte ich heute hier im Video mal gerne abgeben. Und da dachte ich, komm, dann nehme ich euch mit. Und zeig euch das nochmal, denn das passt eigentlich noch ganz gut rein in so ein Story-Video. Und wir fahren da jetzt auch gleich mal hin zu der Orakelmaschine. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der Forsaken nicht spielt, der das vielleicht gerne noch miterleben möchte, wie ich hier die Klippe runterspringe, weil mein Sparrow eine scheiß Kurvenlage hat. Das ist natürlich das, was ich euch nicht zeigen wollte. Ich messe einen Anstieg in besessenen Aktivität in der Nähe. Dann springe ich eben selber runter. Eigentlich wollte ich auf den Knödel darauf, der da noch stand. Der letzte Stein da vorne. Ja, aber ich habe natürlich keine Sprungskills. Super. Gleich ausmachen, Video neu starten. Nein. So. Was Destiny-Videos angeht, es kommen ja noch PvP-Videos bei mir, aber irgendwie scheint da nicht wirklich viel Interesse dran zu sein. Finde ich irgendwie schade. Weil Story-Videos kann man ja nicht mehr großartig bringen, weil wir alles durch haben. Aber es gibt ja noch die Livestreams. Vielleicht sind die Leute da mehr interessiert, dann die Streams zu sehen. Weil die PvP-Videos, gerade das letzte, naja, hat ja wirklich kaum jemand geschaut. Schade, ich dachte PvP-Videos, sei vielleicht auch Interesse da. Mal schauen, was ich da in Zukunft dann mache. So, hier sind wir angekommen. Das ist der Raum, wo man noch mit der Königin kommunizieren konnte. Das haben wir ja auch mit Petra einmal gemacht. Aber jetzt bin ich halt hier und habe meine eigene Opfergabe. Ich muss nur einen hören. Und dann schauen wir mal, was diese Woche passiert. Wenn man die abgibt, hier, Opfergabe präsentieren. Und es öffnet sich. Es öffnet sich. Und es ist hell. Diesmal können wir dann nämlich eintreten durch das Portal. Quasi eine Einladung der Königin höchstpersönlich. Vielleicht habt ihr das schon bei anderen Videos gesehen. Ich zeige das jetzt hier nochmal richtig im Video. Und mache dafür auch mal das ganze HUD aus. So. Damit man das auch mal gut erleben kann. HUD deaktiviert. Und jetzt gehen wir da mal rein. In die gute Stube. Hof der Königin. Auf jeden Fall schon mal eine richtig tolle Atmosphäre und auch eine richtig tolle Farbgebung. Komm näher, Lichtträgerin. Es ist getan. Der Fluch ist gebrochen. Es hält sich für so klug. Wir haben ihr alle in die Hände gespielt. Angefangen mit meinem geliebten kleinen Bruder. Es gibt die, die tot gefährlicher sind als lebendig. Und manche gewinnen, obwohl wir glauben, dass sie verloren haben. Du betrittst die Unendlichkeit, Lichtträgerin. Alles wird noch einmal geschehen. Und nochmal und nochmal. Du wirst Zeuge des Schicksals meines Volkes. Dann kämpft mit uns. Oh, aber das tue ich. Petra Venge ist mein Zorn. Ein Geschenk. Eine Würdigung deiner Errungenschaften. Du kannst gehen. Ja, die Königin höchstpersönlich. Hier hat sie die ganze Zeit verbracht,
seit sie bei König der Besessenen in Destiny 1 dann verschwunden war. Ihr Thronsaal, hier mitten im Nirgendwo, wenn man das mal so sagen darf. Aber sie hat auf jeden Fall eine tolle Aussicht auf, ja, dass man nicht eine Galaxie ist oder so. Aber sie gibt uns eine Belohnung, und zwar hier diese Kiste, die wir diese Woche öffnen können. Trommelwirbel, ich mach sie auf. Und da haben wir die dritte Saat des Lichts für meinen Jäger. Und sogar noch eine Waffe und noch ein weiteres Säuberungsritual. Sehr cool. Ja, damit habe ich meinen Jäger auch dann vollständig, weil ich jetzt die letzte Super lernen kann. Schauen wir uns mal an, was sie mir für eine Waffe gegeben hat. Auf 5,28. Ja, danke Königin, du bist echt geizig. Hättest mir ja wenigstens eine Waffe geben können, die mich auch verbessert, weil ich habe schon die gleiche Shotgun auf 5,47 mit sogar besseren Sachen drauf. Dankeschön. So, das war ja nicht so toll, was die Belohnung angeht. Aber hier jetzt mit noch eine weitere Aufgabe. Ich habe hier sogar noch das Säuberungsritual. Da muss ich Ritter töten. Und was muss ich hier machen? Der zerbrochene Thron. Den musste ich so, muss ich eh noch machen. Okay. So, aber ganz wichtig natürlich, die dritte Super. Ja, da kriegt man hier nämlich auch eine Saat des Lichts. Diese Woche nur. Ob sie nächste Woche wieder dabei ist, ich glaube nicht. Vielleicht muss man wieder so einen 3-Wochen-Zyklus abwarten. Ich weiß es aber nicht genau. Wir waren sehr überrascht alle, dass es jetzt hier eine Saat des Lichts gibt. Und somit habe ich jetzt hier auch den Wirbelschutz für meinen Jäger. Halte L2 gedrückt, während du den Arkusstab einsetzt, um heranfliegende Projektile abzuwehren. Projektile abzuwehren verdreifacht den Arkusstabschaden kurzzeitig. Jawohl. Jäger ist daher jetzt komplett ausgestattet mit alle drei Super. Und das habt ihr vielleicht auch schon im Livestream dann mitbekommen, wenn ihr dieses Video hier seht. Sieht echt toll aus hier, dieser Raum. Kann man sie eigentlich nochmal anquatschen? Nein, sie möchte nicht gestört werden. Aber guck mal, wie sie glänzt, diese Rüstung. Das hätte ich auch gerne für meine Jägerin. Genau das gleiche Outfit. Das wäre cool. Ja. Aber ich fand's cool, dass man hier in den Thronsaal kann und dann mit ihr höchstpersönlich sprechen darf. Damit hat wirklich niemand mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Dass sowas nochmal vorkommt. Viele, viele Schriftrollen hier. Hier kann sie vielleicht, ja, mit der Außenwelt kommunizieren. Und hier dieses Portal macht irgendwie nichts. Sieht aber genauso aus wie das Tor, das wir draußen gesehen haben. Vielleicht kann sie das hier sogar als Portal benutzen, um zwischen den Realitäten und zwischen den Welten herzureisen, wovon sie auch schon gesprochen hatte. Jo. Ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Woche. Kann ich eigentlich noch bei Petra einen Beutezug oder sowas abgeben? Leider nicht. 1 von 2. Da muss ich noch ein bisschen was tun. Aber ja, das wollte ich euch gerne mal präsentieren hier, wie ich ja bei der Audienz der Königin war. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn ihr das vielleicht noch nicht gesehen habt bei jemand anders. Und wenn ihr selber noch kein Forsaken spielt. Wir konnten jetzt zum zweiten Mal persönlich die Königin treffen. Das letzte Mal war es in Destiny 1. Da haben wir sie sogar zweimal treffen dürfen. Aber das ist sehr, sehr, sehr lange her. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten hier bei diesem kurzen Video. Ich habe meine dritte Saat. Das war so ein kleines Update. Mein Jäger ist fertig. Ich werde auf jeden Fall weiter im Livestream Destiny 2 spielen. Ich werde euch, ihr seid herzlich eingeladen, da immer einzuschalten bei den Livestreams. Und jetzt bin ich hier raus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!